Das hat auch kaum Auslastung. Okay, das geht. Next, Cuddle, HP, ne, Health, eckige Klammer. Haben wir 59er Brock? Ja, haben wir ein paar. Geil. Bin mal einkaufen, mal später. Alles klar, war in der Hand. Bringen wir was Spannendes, was zu spielen und Schokolade mit. Dankeschön. Wieder 67. Oh, das ist ja. Also, das ist ja. Damage 67, okay. Aber der Damage 39, 39, 63. Aber ist dann HP 59. Aber ist nicht schlimm, wenn ich noch ein HP-Breeding mache, dann. Hm. 59, 59. Hat das aber schon kacke. 59, 59, 67. Das ist der einzige, den ich durchlassen kann, eigentlich. Stamina hat auch kacke, aber 67, das ist der einzige, den ich durchlassen kann. Das hat doofe bei dem ist halt, der ist halt. Okay. 50, 46, 63, 67, aber. Den. Und den. Okay. Die zwei. Die zwei. Und dort ist. Dort genauso lang wie der Drache. Okay, das sind halt alle dann fertig um die Zeit. Okay, der hatte jetzt höchstens Stamina 46, ne? Höchstens Stamina 46, okay. Ich kann ja auch hier oben bleiben, so tief. Ich weiß gar nicht, ob ich hier runtergehe. Ich kann auch hier oben bleiben direkt. Bist du denn so nah an der Magma-Schlucht da beim Lava oder was? Next, Cuddle, Stamina. Klammer 5 6. Ach, wir haben 5er Brocks. 5, 0, oder? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 0. 5, 0, okay. Komma. Melee Damage. Klammer 6, 7, 6, 6, 9, 6, 8, 7. Health. Okay, Klammer. 6. Also geht ja 5. 5, 5. Ah, 6 gibt sich 5. 9. 5. 5 ist das höchste, okay. Wir haben einen Dino-Mod hier, gibt es fast alles. Ja gut, die Magmas gibt es ja eh. Also so oder so. Gibt es ja sowieso die Magmas. Habe ich auch hier. Welche die Nummer-Tasten drauf gewurschtelt? Ja, im Endeffekt würde ich die halt durchlassen. Das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kommen durch. Reaper Queen spawnt hier auch. Das war gestern ein Akt, den nur 32er zu killen. Oh, ich hatte mit Reaper Queen nie so wirklich was zu tun. Nur bei Aboration, wenn ich die Nameless getötet habe, kam die dann irgendwann. Okay. Ich glaube, das passt für die Generation hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmer als ein Giga sind. Giga macht 2000 Schaden pro Biss oder so. Okay, Klammer 7. Vom Leben her, Giga hat 80k Leben. 80k Leben hat ein Giga. Ich weiß nicht, was die Reaper haben. 60, 67er haben wir? Boah, so viele?
Chance zu buffen, wenn man kein Licht hat. Ja, ja, immer mit Licht kämpfen, klar. Immer mit Licht kämpfen. Wie hat man das denn gemacht? Mit so einem Tier auf der Schulter? Oder mit... Geht auch Kumpelhelm? Nee, wie haben wir denn Licht gemacht? Überhaupt weiß ich gar nicht mehr. Wie macht man denn Licht? Einfach Fackel, oder? Oder was? Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Scheinhorn. Ja, oder Scheinhorn, ja. Okay, also die... werden wir, glaube ich, alle durchlassen. So, nee, eben nicht durch. Ach so, die müssen noch aufwachsen. Genau, die Glowtiere. Okay, okay. Stimmt, so hatten wir das gemacht. Aber dass ihr euch vergesst, das dauert. Ich muss mal kurz Notizen machen. Ich kann jetzt nicht wieder so viele Tiere raushauen, aber... 60 Stück Kattel. Okay. Wie kann man einen Begriff ausschließen? Arc Dino Storage V2. Boah, wie kann man bei einem Filter einen Begriff ausschließen? Wie nennt man sowas? Filter ausschließen. Wie nennt man, ich weiß nicht, wie man mit einem Strichpunkt, mit einem Komma ist es beinhaltet. Mit irgendeinem anderen Zeichen wird der Begriff ausgeschlossen. Zum Beispiel sage ich, möchte alle suchen, die Rexe sind, aber nicht Kadel sind. Nicht Kadel, sondern nicht Kadel. Also einfach ausschließen das. Mist, steht das nicht hier? Warte. Steht das nicht hier, wenn man das macht? Mit Stern oder was? Hier. Stern ist always ignored. So, ignore name starter mit Stern. Hier. Da steht ja sogar, die Horn hier. Guck mal. Mit Stern. Und wenn ich jetzt eingebe Rex, Rex, Stern. Ne, Rex, Stern. Ne. Hä? Rex, Kadel, Stern. Wie? Ich will halt alle, die nicht Kadel sind. Also ich will den Begriff Kadel... Warte mal, Kadel, Stern, Stern? Nee. Also warte mal. Kadel... Komma Rex. Nee. Wie zum... Ich hab das früher alles gemacht. Einfach so. Ignore name starting with... In Klammern. Klammern, Stern, always in Klammern. Warte. Rex, Komma, in Klammern, Stern, Kadel. Komma. Auch nicht. Was sind ganz... Hä? Rex, Komma. Ich will alle Rexe, die das Kadel nicht haben. Wenn ich jetzt Kadel eingebe, habe ich alle mit Kadel. Ich will genau das Gegenteil. Wenn ich Stern davon das jetzt macht, macht er nichts. Oder in Klammern direkt? Nee. Ich tue mich halt mit der Sortierung so einfacher. Toll. Jetzt muss ich das... Was da ist, ist scheißegal hier. Das... Hab das früher gemacht, Alter. Hm.
Gibt's bestimmt irgendwelche Sachen hier. Can I send you a new auto trap? Nein, nein, das nicht hier. With the soul fanatic left master prime attack will bring up allowing to search for the souls nearby. Except for souls currently held within the player's inventory. Okay, außer die nicht im Inventar sind. The second screen lists all the souls and is searchable. Hovering over a soul display and the right information about it, an additional normal soul trap and bla bla bla. Is okay. Clicking on the soul let's put your per inventory. Ja, toll. Ich weiß nicht, man konnte auf jeden Fall einen Begriff ausschließen. Das hat es halt alles ziemlich einfach gemacht. Ich kann auch sagen, dass er einem gewissen Ding nicht mehr suchen soll. Ich glaube, wenn ich ihn warte, ich weiß, was das heißt. Ich hab's. Moment, ohne Momento, por favor. Ich kann mich erinnern, wo ist denn das Ding? Rex? Sind alle Rexe drin? Und wenn ich es hier so mache, hier sind die ganzen Babys drin, genau. Wenn ich hier so mache, Change Name, Sternchen bla. Mit Sternchen geht's nicht mehr suchen. Es ignoriert alles mit Sternchen, die benannt wurden. Siehste? Viel weniger. Ich hab's. Das Ding, wo sie drin sind, einfach mit Sternchen benennen, weil es ignoriert ist. So ist das gedacht. Hier, Search Command. Ausrufezeichen for not. Hier. Leute, steht's ja. Ausrufezeichen and und for not use a wild character example. Hier, but not this. Ja, Ausrufezeichen ist es. LOL! Hey, man muss einfach nur lesen, was da steht. Ausrufezeichen findet man es weg. Alles klar. Okay, jetzt haben wir es. Ausrufezeichen, Moment. Rex, Komma. Cuddle. 88, wenn ich jetzt das Ferle wegnehme, okay. 89. Ja, ist echt so. Komm, sie sind ganzen Wald, Leute, Bäume nicht. Das ist halt schon, es ist schon super geil gemacht hier, ne? Es ist aber so unscheinbar, dass man halt das dann, ich weiß nicht. Aber was ist denn use Fragezeichen for a wild character? Example, this plus this, but not this. Aber egal. Rex, Komma. Da, Cuddle, Komma. Also alle Rexe sind 177 und die Nicht-Cuddler sind 89. Okay, und die möchte ich rausschmeißen. Und zwar Melee Damage. Eckige Klammer, die ganz schlechten halt, weg damit. 1, 2, 3. Mhm. Bringt da nichts mehr, brauchen wir nicht mehr. Weiß nicht, ob ich den ziemlich. Er ist bestimmt schon weiter, okay. Zack, zack. 4. Weg. 5. Weg. 6. wir haben 6, 9, 6, 8, 6, 7. 6, 7 haben wir 32. Die können wir lassen, die können wir verheizen, weil wir die neuen Generation mit 71 ist. Das weiß ich nicht genau, Luma. Also, ich bin jetzt hier noch am Breeden.
Wenn ich damit durch bin und dann tun wir halt das Ganze. Ich tue eine neue Mod drauf mit neuen Tieren. Ich bin mir nicht genau sicher, ist keine fixe Angabe. Wieso musst du noch mal weg oder so? 67. Die lassen wir. Nö, okay. Also ich kann ich ja nicht genau sagen. Aber ich werde sie eine Sekunde vorher informieren. Neustart, Klick. Eine Sekunde reicht, passt. Ja, Taipan, das, was du mir auch letztens vorgeschlagen hast, dieses Additions-Gedönse da. Da habe ich mich dazu entschlossen, das dann drauf zu tun. Um mir das mal anzuschauen. Gestern haben wir schon rumprobiert, weil ich einen Drachen unbedingt haben wollte. Jetzt habe ich die alte Small Dragons drauf. Also nicht die ganz alte, sondern die 2.0. Wird zwar nicht mehr weiter unterstützt, aber ist trotzdem toll. Ich mag Drachen. Ich hasse Wiefern, ich mag Drachen. Ich hatte eine andere Drachenmod drauf, der Dragon oder Dragons, und die hat mich zu Weißblut gebracht. Gestern ein paar Stunden. Bis ich irgendwann gesagt habe, Schnauze voll, leck mich, ich tue eine andere wieder drauf. Also die beliebteste Platz 1 Main Mod, die du mir ja vorgeschlagen hast und die ich auch schon mal am Mittwoch entdeckt hatte. Kryloposauren. Also einfach in Ruhe lassen, die Tiere Tiere sein lassen. Brauchst du nicht zähmen alle. Also, ich muss sie ja nicht zähmen. Also, einfach nur gucken, was sie machen und dann wieder weitergehen. Ganz lieb bin ich. Ich zähme sowas nicht. Wie weit ist es denn oder wie realistisch ist es denn, den Boss zu beschwören? Weil, also wie, was braucht man da viel? Brauche ich da lange? Wenn ich da alleine hinarbeite, weil ich wollte halt den Boss von der Mod machen. Mit vielleicht den ganzen Rexen hier. Gestern 200 Tiere gebietet, der Server fast zusammengebrochen. 200 Tiere gleichzeitig. Drei bis vier Tage. Egal, einfach holen, Miku, wenn du kannst. 3 bis 4 Tage musst du halt Dinos farmen. Was braucht man von den neuen Dinos, die Mats, oder was? Rex-Konkurrenten töten. Okay. Okay, das klingt wild. Der ist 67. Ja, dann werde ich einfach die behalten und werde die anderen einfach löschen. Ne? Ich möchte es jetzt so gut wie möglich machen, damit ich nicht wieder 200 Tiere draußen habe. Jetzt habe ich jetzt schon wieder 15. Weil 200 Tiere draußen und alle 35 Sekunden die Nanny Imprint ist ein bisschen krass. Ich überlege mir, die Nanny auf 1 Minute hochzusetzen. Intervall. Weil war gestern ein bisschen krass, ich habe 200 Tiere draußen gehabt. Im Printing von den Nanny alle 35 Sekunden gab halt dann schon ein bisschen Chaos. Gab dann jedes Mal so Rubber Bound Effekt. Und so Lagging. Ich würde einfach holen, Miku, wenn du es kannst. Wenn du die Mats dabei hast. Wir haben ja schon mal einen besseren nur noch hochbreeden mit dem. Mit der Ausdauer. Okay, perfekt. Und jetzt überlege ich halt gerade. Welche jetzt hier behalten soll. Also Medium Damage, Medium 60 ist okay.
66, 65, 64, 64, 63. Also die kommen dann alle weg. Ich muss aussortieren. 63 kommen alle weg. So, die kommen alle weg. Das nächste wäre 59. 63, 62, 61, 60, 5. 4, 3, 2, 1 haben wir keine mehr. Okay. Dann kommen erstmal die alle weg. Ah, es ist auf der Kano Island da hinten. Geil. Da, wo wir gestern gesucht haben. Von den töten hier. Ja, das wird ja nicht so schlimm sein, oder nicht? 50 von den killen. Mal gucken, wie die sind. Mal schauen. Leider sind meine zwei Spielkollegen nicht da. Ich glaube, Lars müsste arbeiten, sein Fuffi schlafen oder keinen Bock auf Ark. Und dann gucken wir mal. Was sind meine Gun hier? Meine Freundschaftsgun. Kettensäge und ein bisschen. Wie habe ich denn ein bisschen? Ich kann. Irgendwo muss ich doch Gasoline haben. Aber das würde ich ja das nächste machen wollen. Die Mod drauf tun, den Boss töten und dann halt auf Genesis progressen. Mittwoch, Donnerstag weiß ich nicht, ob ich in Ark bin. Also ich kann ja Genesis trotzdem drauf tun und selber nicht spielen. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht, ob ich das mache oder ich gucke halt dann, wenn ich dann wieder das fertig mache. Achso, ich wollte hier Gas haben hier. Gasoline. 10. Okay, dann haben wir wieder ein paar aussortiert. Achso, warte, ich brauche hier meine Chest. Was ich mir überlegt hatte, Miko, wir können ja sogar den Befehl in die Game Engine hinzufügen, dass die Drachen auch hier spawnen. Aber nur kurz. Numa. Wir übernehmen einfach den Spawn Settings von dem anderen Drachen auf dieser Map. Wir ändern einfach den Blueprint. Und da müssen sie hier auch spawnen, wenn wir wollen, um den, da wo die Wiefern sind. Zu generell. Oder wir reisen halt auf Island immer rüber. Da muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Aber man, theoretisch müsste es funktionieren. Es hat nur jedes Mal den Server komplett neu starten und alles rumprobieren, rumtesten mehrfach. Das ist halt wilde Sache. Mal gucken. Erstmal so lassen. Erstmal so lassen. Was wollte ich machen hier? Chest hier, da. Theoretisch geht viel, praktisch würde ich nicht zu viele Veränderungen machen, weil ich das immer Copy-Paste machen möchte. Von diesem Server. Von diesem Server gehen halt alle anderen Server aus. Copy-Paste mit einzelnen Anpassungen. Aber gucken wir mal. Und dann muss ich ja sowieso den Server noch generell ändern. Aber das kann ich, solange ich den... Ich glaube, solange ich den... Dauerst, die mir laufen, dann kann ich das gar nicht machen. So. Ja, müssen wir wieder mal den Strand hier voll machen. So. Und den Strand voll scheißen und voll machen mit Ines hier. Ah ja.
Der Dilo hier. Na, ein bisschen aufwärmen. Nur ein bisschen aufwärmen hier. Ich darf die XP-Potion gleich nicht vergessen. Ich muss sagen, so ein bisschen. Ich freue mich auf Gen 2 auf jeden Fall. Klar, ist da viel Neues, aber ich freue mich auch, wenn ich Abarazio dazu tue irgendwie. Keine Ahnung, habt da irgendwie Bock drauf? So ein Tag oder zwei. Mal kurz wechseln oder so. Das wäre schon ultra. Also Abarazio fand ich immer schon toll. Die Rock Drakes da holen. Glowtails. Shiny Horn. Moin. Das geht halt hier alles nicht auf der Map. Und so eine Reaper Queen hatte ich noch nie. Gibt es die Sachen auch auf Gen 2? Alle teilweise von Abrasio einiges? Oder gar nicht? Dieser Strand ist hier nicht gerade, kann man sich nicht vorstellen. Achso, ist fertig, okay. Da gibt es für solches Areal, war aber da noch nicht, okay. So, warte mal kurz. Ohne Moment, por favor. Boah, was ist denn hier los hier? Voll die Armee. Einfach die auf den Boss schicken, oder? Scheißegal. Einfach die auf den Boss schicken. Ja, bitte, Wizard Gaming 369. Sie wünschen? Ja, die Dinos. Schau mal, da habe ich noch hunderte andere von denen. Das sind ein paar und gut ist. Sollte vielleicht vor dir gehen, wäre einfacher wegen dem Schwanz. Ja, wer so viel Brüder braucht halt, muss halt die Generation davor aufgeben und die neue Generation füttern mit der alten Generation. Ja, weil die Nachfolgegeneration da ist. Zwei Generationen weiter. Weißt du? Deswegen. Ja, ist so. Ist so. Du, ich habe gestern 200 Dinos gebreedet. Und müssen halt wieder viele sterben. So. Die Nachfolgegeneration braucht Futter. Bald Halsschmerzen mit dem nach oben schauen. In echt? So. Ich werde das nicht mit der Säge da machen. Ich möchte das beschleunigen hier. Ich möchte das Ganze etwas beschleunigen hier. Das ist mir sonst, dauert mir sonst zu lange. Gestern nur 10 Stunden in der Basis, also gestern erstmal 2-3 Stunden wegen Drachen gesucht, mit der Mod rumgefummelt. Dann 10 Stunden in der Basis verbracht, wegen Breeding. Ich möchte halt ein bisschen ändern.
Also ob ich jetzt den finden würde mit dem Sattel. Egal. Giganotosaurus, eckige Komma, Melee Damage, eckige Klammer. 4, 3, 9, 3, 7, glaube ich, das nächste Jahr. Jo. Das ist der stärkste. Dankeschön. So, geht schneller. Außer es kommt Dido, macht das schon, macht die Arbeit schon vor mir. Zack. Ja, freust du dich, wa? Es gibt's wieder Happy Happy hier, komm. Gibt's Happy Happy hier, komm. Gibt's Happy Happy. Kriegt nicht ansatzweise so viel wie mit der Säge, aber es ist immer nur genug, es geht zucke zucke. Passt. Reicht. Siehste. Das geht schneller. Ist immer trotzdem noch ein schwacher Giga. Und Damage. So, Ausbeute ist okay, ist okay. Ist jetzt zwar kein Sattel oder so, aber ist okay. Das ist die... Ah ne, da oben ist die neueste Generation hier. Ich kann noch mal ein paar Meter weitergehen. Hallo? So. Zack. Wir werden noch mehr Dinos weghauen müssen. Das ist einfach zu viele. Einfach zu viele hier. So. Da. Okay. Gut. Jetzt haben wir die Hauptbreedings erstmal gemacht hier. Also nee, es fehlt noch die Hauptbreedings. Der Affe ist noch dran. Die Gigas sind hier für die Drops. Die Rexe sind hier gezüchtet. Diesmal einmal kurz HP-Breedy. Also ist geblieben bei Damage 71. 75 ist der nächste. Oder wir müssen schauen, vielleicht machen wir einmal Stamina-Breeding. HP oder Stamina drauf. Und jetzt dürften wir eigentlich keine Rexe haben, die unter... Hallo? Die unter 67 Schaden sind. Außer wenn die halt mehr HP oder Stamina haben, da habe ich ja noch gelassen. Trotzdem sind es jetzt noch immer für 715 Tiere. So, und die kommen noch weg hier. Mal kurz sortieren. Ich weiß ja echt nicht, wie stark der Boss auf Alpha ist. Der hat aber schon auf den gut reingehauen, auf Gamma. Aber auch nur, weil die blöden Rexe da hinten standen. Hier. Gamma. 4, 5. Nee, was ist jetzt? 5, 6, 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 3. Ja, ach, also 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7. 6, 7, ja. So.
Okay. Die kommt safe weg. Ach, der grillt immer noch? Okay, das dauert ein bisschen, bis 2500 gegrillt werden. So. Ist halt viel Sortiererei hier. Keine Ahnung, ob man das so machen muss, aber mir gefällt das. Ich hätte den Kieker gleich behalten sollen. Also wenn du das von eben schon makaber fandest, Wizard Gaming, dann schau mal, was jetzt passiert. Schau mal, was jetzt passiert, junger Padawan. Fühl die dunkle Seite. Lass sie über dich kommen. Fühl sie, wie sie Kontrolle über dich bekommt. Wie sie dich übernimmt. Den gar nicht rein tun müssen. Haben wir 37. War das der, den ich eben hatte schon, gell? Ja. So. Was sagst du, Wizard? Besser? Du bist jetzt nicht mehr so gestockt wie vorher. Ist halt viel Tiermanagement. Ist halt normal. Ja, das, was ich jetzt hier mache, im Vergleich zu vorher. Warst du vorher geschockt? Und jetzt? Ist okay, sagst du? Dann bin ich ja zufrieden mit dem Kommentar, grausam. Da bin ich ja zufrieden. Ha? Hallo? Hallo, weg mit dem! Was ist jetzt? Ach, weil der gejoint ist. Was ist denn? Wieso kann ich nicht auf den zugreifen? Alter, war das ein heftiges Lag beim Join. 2 Minuten rumgemacht hier. Wieso ist das so krass immer noch? Okay. Ach so, das Chip, ich brauche gar keinen XP-Trank mehr nehmen. Das Chip muss ich ja leveln. Bringt mir gar nichts, mein XP-Trank, den ich nutze hier. Ich musste das Chibi hochpushen. Ja, es geht auch durch die Drops eigentlich. So. Okay. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Spino. Müssen noch ein paar loswerden hier. Komma, Minute, Match, Ecke, Klammer. 5. 6. Oh, wir sind schon bei 6 angekommen. Das ist so nice. 6, 9, 6, 8, 6, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6, 1, 60. Genau. Oh.
P34. Kann es mir nicht vorstellen. Wie schlecht. Wie schlecht HP34 halt einfach, ne? Einfach HP34. Puh. Was haben wir denn da eigentlich? Was haben wir denn da eigentlich für HP am besten? HP, ja. Health, okay, Klammer. 5, 6, 5. 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6. 5, 6 haben wir. 5, 6, okay. 5, 6. Komma. Damage. Die Klammer. 5. 6, 5. 9, 8, 5, 7, 5, 6. 2. 5, 2 sogar, okay. 56, okay. Stamina ist bei 33. Ja, Paskis, ich habe gerade viele Rexe weggeschickt. An einem besseren Ort. Ja. Würde noch ein paar großziehen wollen, aber ich will nicht zu viele raustun. Stamina 33 ist ja echt mager. Aber ich mach mal ein HP-Breeding bei dem auch. Ich will auf HP 60 kommen. Habe ich HP 60 und Damage 60? HP 60. 60, 60 wäre doch super. Wieso denn? Ist doch genau, es ist auch aus deinem gezüchtet. HP 56. Ja, wenn ich mit dem hier durch bin, mit den Readings. Ich mache jetzt auch nicht mehr so viel wie gestern. Damage 60. Ach, der frisch getamed, ja so. Ja, der ist ja auch nur zum Breeden gedacht. Hauptsache, der hat mehr Ausdauer als dem, was wir jetzt haben. Ich habe jetzt hier noch ein paar Rexe, die ich eigentlich ein bisschen aufziehen möchte, weil die haben alle Damage 67. Ich muss vielleicht noch mit HP sortieren. Schauen wir mal. Spino kommt da rein. So. Rex, Komma, Cuddle, Komma. Melee Damage. Wir haben nur 67er noch, ne? Wieso gibt es Schwächere? Wo sind denn die 3? 6. Wir haben 5er? 4er? 7er? 3er? Wir haben 3er mit Cuddle? Spinnst du jetzt oder was? So wie wegen 59 HP. Ich habe doch schon oben HP, Brock. Wie hoch habe ich denn den aktuellen HP-Wert? Ja, 59er Brock hier. Okay, passt. 11 in Stamina, 13... Okay, 11 in Stamina ist doch gut. Wir haben jetzt 4 Stamina aktuell. WB. Wir haben 4 in Stamina, also ist es viel besser. Ach, lass doch nachher, bis wir breeden. Momentan kann ich eh nichts machen. Lass doch erst, bis wir wieder breeden, behalt alles. Also bevor du halt vielleicht weggehst oder so, ich glaube gegen 8 muss ich wieder breeden dann hin. Rex, Cuddle, Melee Damage, eckige Klammern, 3. Kommt weg. 4, 5, 6. 6, 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7.
Komma. Okay, Health. Enkel Klammer. 6. Ja, in der Zeit brauche ich eh nicht breeden. Ich könnte höchstens den neuen, der gebreedet ist, breeden. Das könnte ich machen. Den neuen, den du hast. Damit wir versuchen, den draufzukriegen. Mit deinem jetzigen, mit den neuen breeden. Vielleicht ergibt es ja dann schon mal den guten Wert. Wenn du willst. Bevor du gehst. 6, 6, 6, 5. 5. 4 gibt's auch. 3. 3. 5. Kommt alles weg. Haben wir 6 oder was? Nee, 5. Nee, 4 kommt weg. Scheiße, ich hab mich vertippt. Oh, 4 kommt weg. Oh. Nochmal sortieren. Hate it. Hate it, hate it, hate it, hate it. Oh. Gott. Warte. Vier. Die falsche Schachtel. Vier. Fünf. 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 Eins ist halt auch schon Blödsinn, wenn wir fünf, fünf haben. Ich sortiere gleich nochmal. Fünf, eins. Fünf, fünf. Fünf, fünf. 5, 9 bleibt eh. Das sind die 39. Ach, leck mir mal, ich sortiere nochmal neu. Ich sortiere nochmal neu. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Und jetzt mal nochmal neu sortieren. Also nochmal. Also nochmal. Also. Rex, Komma. Cuddle, Komma. Melee Damage. Enkel Klammer. 3. Die kommen auf jeden Fall weg. Weg. 4, 5, 6. Sechs, drei. Es gibt nur noch 6, 7, oder? Ja, 6, 7, Komma, Helf. Ecke, Klammer. 5, 5, 4, 3, 5, 4, 4 kommen alle weg. 4 kommen alle weg. 5, 9, 5, 8, 5, 7, 5, 6, ich glaube 5, 5 gibt es. Und 5, 1. 5, 1 kommt weg. 5, 1 kommen alle weg. 5, 2, 5, 3 gibt es gar nicht, glaube ich. 5, 1 kommen weg. Okay. Jetzt habe ich's. Ja, rucki zucki, fertig. Das war's. Das war's. Die kommen noch alle weg. Wizard Gaming, ich möchte, dass du persönlich das machst irgendwann. Dass du auch sowas machst. Nicht dreimal, ist nicht sechsmal, sondern sogar neunmal am Tag. Was meinst du? Hast du Bock? Ich werde niemals so eine kritische Scheiße ziehen. Also, ich muss ja bitten. Das gehört zum Spiel. Ob du in Doom jetzt irgendwelche Monster tötest oder hier in Ark Dinos vernichtest, also, ne? Alles ist weg, Schmale. Alles virtueller Blödsinn hier. Nee, ich würde sie viel lieber in den Mülleimer werfen und das alles nicht machen müssen. Nee, gefällt mir nicht. Das hier fällt mir nicht, sage ich dir. Ist mir halt schon zu viel Arbeit hier.
Das zögert das Ganze schon noch hinaus hier. Ja, ich mache das jetzt noch. Noch heute Morgen, dann ist auch wieder gut. Dann lasse ich halt nur noch die. Dann tue ich halt auch nur immer noch zwei, drei Tiere großziehen. Und dann sterben eh die Alten. Ich will nur eine gescheite Brut haben, damit wir sagen können, komm, wir machen die Bosse. Und fertig. Und werde dann immer wieder ein, zwei hochbreeden, damit wir. Das Ziel ist halt, alle Bosse zu machen. Aber weiß ich halt nicht, wie viel Lust andere haben. Ich kann die halt nicht alleine machen. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, schau ich mal. Ja, aber man kommt auch nach der gewissen Zeit runter davon, Bärchen, selbstständig. Steifen Ellbogen, der Typ. Ja, bekommt er echt, ja. Man kommt aber auch schnell wieder runter. Wenn man in so einem Trott gefangen ist, irgendwann wacht man auf und denkt sich, okay, jetzt ist auch schon egal. Schade, dass der nicht irgendwie bunt ist. Muss ich immer auf so einen langweiligen. Der ist doch schon schön grün, aber die anderen sind da viel cooler. Ja, hatte ich nach dem ersten Mal, was ich schon nicht gefehlt am Stück gespielt habe. Ja. Echt? So lange? Okay. Dann haben wir das. Rexe sind fertig. Was haben wir eigentlich noch hier zum Aufziehen? Ja. Wieder. Die würde ich halt gerne noch raushauen, aber ich habe Schiss, dass das wieder laggt zu sehr. Ich habe Schiss, dass es sind wieder 20, sind schon wieder 30 hier draußen hier. Und auf jeden Fall beim Neustart dann verändern die Config. Mal in die Config anpassen, ne? Die Nanny schwächer machen. Also 60 Sekunden ist schon gefährlich, 90 läuft noch gefährlicher. Aber alle 35 Sekunden ist ein bisschen zu übertrieben. Ich weiß nicht, ich würde es mal auf 60 Sekunden hoch und dann mal testen. Ich lasse die jetzt mal hier. Nimm die jetzt mal mit. Ich tue die jetzt in das Rex-Ding rein und die kann ich ja dann schauen, vielleicht beim nächsten Mal. Je nachdem, wie die nächsten Breedings sind. Also das sind die theoretisch, die ich noch aufziehen müsste, um die hier alle zu ersetzen. Also die würden alle die ersetzen, aber ich müsste die erst großziehen. Dass ich nur noch aus denen die weitermache, weil die sind zu schwach. Aber ich ziehe sie erstmal nicht groß. Die sind halt nur. Aber immerhin habe ich sie da, falls irgendwas passiert. So, Spino. Und irgendwann habe ich auch Schnauze voll von dem ganzen Breeding. Das ist auch immer das Gleiche. Aber noch ist okay. Noch bin ich begeistert, weil ich noch ziemlich schwach bin. Man kann auch höhere Dinos suchen, dann besser breeden, aber ich habe halt schwache Dinos gefunden, breede die einfach hoch. So. Prepare for breeding. Mail, zack, enter. Okay. Da. Mail. Und Start Breeding. Ich hoffe auf 60-60. 60 HP, 60 Schaden. Darauf hoffe ich. Fressen, ey.
Aber die Maschine macht die Züchtung schon super geil. Die macht die Züchtung schon super geil. So, okay. Zack, habe ich. Dann der hier. Dinopithecus. Melee Damage. Okay, Klammer. 5. 4. Wir haben schon 4. Geil. 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4. 4 ist durchgegangen. Okay. Passt. 4-4 machen wir hier. Zack, zack. Einer hat das geschafft hier. Okay. Wunderbar. Das geht hier rucki zucki. Machen wir noch auf Damage hoch. Zack. Dino. Perfect Breeding, Start Breeding, Female, zack, zack, Enter. Damage 44. Entweder 40 da, okay. Damage 44 da. Der hier, Male, Start Breeding, fertig. Geht ja ruckzuck, geht ja ruckzuck. Interessant zu beobachten, die Prozente vom Server, wie viel das nutzt. Okay. Eck. So, wunderbar. Dino. Zack, haben wir das fertig. Dino Petticus, da. Dino. It's done. So, Tele, Mega ist egal. Ferox. Habe ich, will ich auch noch machen. Ach nee, mit dem Ferox ist es doch mit diesem Damage ganz ekelhaft. Aber die 9. Mach mal, die 9 sind ja auch richtig mit dem Damage hier. Da muss man. Das ist schon passen. Warte, Gremlin. Gremlin, Komma. Mini Damage, eckige Klammer. 7, 6, 5, 4, 4. 4. 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 0. Okay, nice, 4, 0. Hat auch HP 46, Stamina 39. Die Damage 40, Oxygen 39. Okay, der ist da der Main-Typ. Okay, passt. Damage 40. Okay, fertig. Weiter geht's. Ferox. Alles raus. Zack. So, ich finde, es geht super schnell jetzt hier alles. Nur nicht so viel zu rauslassen. Einfach einen extra Server machen zu breeden. Female 2, Enter. Damage 40, Mail und zack. Wäre aber gar nicht so eine schlechte Idee. Was müsste ich dahin tun? Nanny Fleisch, oder?